Hallo Freunde und alle, die es noch werden wollen. Es gibt wieder was Neues zum Hören. Naja, die OLED-Fernseher werden nicht 4K-tauglich, die werden ganz normal. Die UPC Kabelcom in der Schweiz zeigt die Geschichte der Internetverbindung an. Es ist für manche bestimmt nicht ganz lustig zu sehen. Ja, und man hat jetzt auch darauf ein Recht, dass Google einen vergisst. Nach dem Motto, vergiss mich nicht. Wir vergessen gar nichts. Wir vergessen einen Herrn Ruppets nicht. Der wird uns gleich joinen, gleich nach unserem kleinen Intro. Servus, Gerhard. Servus, Helmut. Na wunderbar. Ja, was sagt dir das alles? Ich meine, es gibt schon wieder irgendwelche Sachen, da sagt man, da greift man sich an den Kopf. Nicht? Ich meine, jetzt wollen wir vergessen werden. Früher wollte man nicht vergessen werden, jetzt wollen wir vergessen werden. Warum wollen wir jetzt vergessen werden? Zum Beispiel bei Google. Willst du Google oder vergessen werden? Facebook, ne? Vielleicht Na! will man ja nicht mehr mitmachen, ne? Ja, genau, also auf die Art und Weise, aber ich weiß es nicht. Warum soll ich da vergessen werden wollen? Ich meine. Ja, wenn ich meinen Account lösche, dann möchte ich bitte schon haben, dass der Account auch tatsächlich gelöscht wird und nicht auf alle Ewigkeiten auf irgendeiner Festplatte gespeichert Herumkugelt. bleibt und meine Daten vielleicht für andere Leute, Hacker oder so irgendwie sichtbar sind. Ja, Das gut. möchte ich ja nicht haben. Naja, gut. Du kannst dich noch erinnern, das Internet ist ja aufgekommen, da hat man ja gesagt, ja, das weltweite Warten, ne? So, die Richtig. U, ja, weißt du noch? WWW, ne? Weltweites Warten, ne? Ja, WWW, weltweites Warten, gell? Da haben wir ja noch vom Akustikkoppler gehabt und dann haben wir diese 96er Modems, diese wunderbaren 96er Modems gehabt und andere Sachen auch noch. Also, da muss man sagen, das ist alles gut schön. Die Computerwelt Schweiz hat eine interaktive Seite erstellt, liebe Freunde. Das kennt sich das auch schon unter computerworld.ch. Wie das alles so angefangen hat, da hat es dann noch das ist der Kabelnetzbetreiber UPC Cablecom macht das. Also nicht die Computerwelt Schweiz hat die Seiten, aber dort kann man den Link darauf finden. Macht, ne? Ja, und da geht es dann vom 56 Megabit Modem dann so schön auf und weiter und in die Höhe bis heute zur Glasfaserbreitband. Also wer das noch nicht selber miterlebt hat, so wie wir das gehabt haben, der wird sich wundern, wie schön langsam und gemütlich da alles gegangen ist. Also da waren die Zeiten, wo so die Büdeln so von oben nach unten gekommen sind und dann einmal gesteckt sind und wieder so ein bisschen weitergekommen sind und wieder dann gesteckt sind und dann das war schon sehr schnell. Also das war wunderbar, da hat man sich schon gefreut, wenn das so schnell gegangen ist. Heutzutage sagt ja jeder, was ist, wenn das jetzt blitzartig da ist, ne? Dann, ja, hallo, da hast du doch was mit einer Internetverbindung, ne? Also, ja, aber immerhin, die Daten sind sicher. Das ist ja wenigstens was. Bei manchen anderen Leuten, zum Beispiel bei uns in Österreich, sind die Daten nicht so sicher. Gerhard hat dazu eine Meldung vorliegen, zum Beispiel von der Psychiatrie. Ne? Ja, ein Psychiatriegefängnis, im Wiener Psychiatriegefängnis, das ist eine Meldung von Krone.at. Und jetzt sehe ich gerade auch meine Leitung, offensichtlich hat schon wieder irgendwie Ja. einen ziemlichen Datenstau. Warum, weiß ich nicht. Du bist heute Irgendwie ist wieder. da heute der Wurm drinnen, wahrscheinlich, vielleicht ist der zweite Bezirk, vielleicht ist die Donau irgendwie im Übergehen und meine Leitung säuft schön langsam ab. Ich kann irgendwie nichts dagegen tun, dass ich plötzlich nur mehr so verpixelt da bin. Du bist heute ganz hübsch, man sieht dich Prüfungen. unscharf. Ja, naja, unscharf und total verpixelt. Ne? Also Ne? typisch
zu wenig Bandbreite. Ja. Sorry Leute, aber irgendwie, oder vielleicht habe ich meine Rechnung nicht zahlt, UPC oder so. Eigentlich schon, aber ja, Jo. egal. Auf alle Fälle sind Therapievideos aus dem Wiener Psychiatriegefängnis, die sich auf ungesicherten Festplatten befinden. Und die Wochenzeitung Falter hat darüber berichtet, laut Krone.at, dass es da ein Datenleck gegeben hat in der Justizanstalt Mittersteig. Die irgendwie diese Justizanstalt oder zumindest die Sprecher davon ein bisschen in Erklärungsnot bringt. Ja. Also dem Falter sind da anonymisierte Screenshots von Videos bekannt, wo eben der Justizsprecher eigentlich, die eigentlich in einem Safe verschlossen sein sollten, beziehungsweise nach 4 Wochen gelöscht werden müssten. Das haben wir auch wieder zurückblickend eben auf die Google-Geschichte, dass man eben eigentlich ein Recht hätte, seine Daten löschen zu lassen. Aber wie man sieht, also es landet doch irgendwie immer in irgendwelchen Speicherplätzen und offensichtlich auch in weiterer Folge im Internet. Und wie gesagt, die Justizanstalt Mittersteig ist laut Falter angeblich schon mehrmals auf diese Sicherheitslücken hingewiesen worden, ohne dass etwas unternommen worden sei. Ja, wie üblich, nicht? Wir haben doch kein Problem, bei uns ist doch alles in Ordnung und alles ist im Griff auf dem sinkenden Schiff, nicht? Ja, bei dir ist jetzt damit alles im Griff und das sinkende Schiff, du hast dich wieder etwas verbessert, muss man sagen. Der Ja. Wasserbild da drunter ist wieder gesunken. Ja, ich Tut mir leid weiß um mich. nicht. Wahrscheinlich der Wasserstand. Der Wasserstand in der Donau, ja genau. Naja, gut. Mein Ja, Gott. es war ja wieder mal Patch Day bei Windows und irgendwie scheinbar tut mein Rechner im Hintergrund wieder die Updates runterladen, was weiß ich, keine Ahnung. Ja, Also, sowas muss man ja immer verbieten. Ich naja, verbiete mir da irgendwelche Updates. vielleicht sollte ich mir auch einen neuen Fernseher kaufen, weil Sony Ah ja, hat wenn ja die hier Oma auch eine ist. Meldung auf InFuture, Ja, bitte darum. wonach 4K quasi ist ja jetzt die Zukunft, ne? Also HD ist ja schon lange wieder passé und jetzt ist ja 4K in aller Munde. Darum gibt also der Sony im Augenblick die Entwicklung der OLED-Fernseher auf. Das heißt, alle, die darauf spekuliert haben, sich einen OLED-Fernseher zu kaufen, der vielleicht noch dünner wäre als die derzeit vorhandenen und ein bisschen weniger Stromverbrauch hätte, tja, Sony macht da nicht mehr mit. Die Naja, haben da jetzt machen einen halt neuen andere das 4K. machen. Ne, da werden Fernseher. das halt die anderen machen. Ne? Ja, aber 4K ist schon wichtig. Ich meine, jetzt nachdem ja ein Würstel einen Song Contest gewonnen hat, also war er ja natürlich ORF, ich meine, ja, prädestiniert zum 60. Nicht, Jubiläum, nächstes Mal ist ja das 60. Jubiläum des Song Contestes. 2015. Ja, also die IBU, und was auch sie, die Song Contest, die dann sagen, da bitte, da geht man doch endlich den ersten 4K-Livestream machen, ne? Was ist erklärt, ob soll man ja da schon im Gespräch sein mit Astra oder was? Du hast ja da schon mal irgendwas, glaube ich, angedeutet. Naja, vorerst einmal werden einmal die Bundesländerprogramme auf HD eben umgestellt. Das heißt also, während der Bundesländertrennung hat man dann auch tatsächlich auch von Wien, Niederösterreich, Burgenland etc. heute eine bessere Bildqualität zu erwarten. Das findet am 26. Oktober 2014 bereits statt. Werden also sämtliche ORF-Programme, auch Sport Plus und auch ORF 3, auf HD umgestellt werden. Aber Sport das ist Plus natürlich ist noch dann weit auch. vom 4K entfernt, weil wir haben ja derzeit noch das kleine HD, das sogenannte 720 HD. Und ja, sind wir leider ein bisschen dem Mitbewerber Herrn Mateschitz mit seinem Servus TV, der in 1080 sendet, ein wenig hinterher. Aber Ja, ja. seit Jahren schon. Ja, seit Beginn eigentlich weg. Ne? Das Ja. muss man leider sagen. Das ist so. Aber wie gesagt, so Transponder kosten halt ziemlich viel Geld. Der Matisch jetzt hat einen Kanal, den er damit bezahlen muss, dem ihm alle Red Bull-Trinker quasi finanzieren. Und ja, wir haben die Gebührenzahler und wir können uns für unsere, lass mich mal nachrechnen, 9 Bundesländerprogramme, dann haben wir noch ORF 1 sind 10, dann haben wir ORF Sport Plus sind 11 und ORF 3 sind 12. Also 12 Programme ist halt doch ein bisschen teuer, wenn man sich da überlegt, dass man da alles in Full HD, also in 1080
überträgt. Und 4K, naja, Ja, also ich möchte nicht aber wissen, was da der Transponder dann kostet. man kennt ja wenigstens einmal das unter Versuchsprogramme einmal über den Eurovision Song Contest laufen lassen. Einen ORF 1 4K-Stream. Also da, ich Ja, glaube, beides. da hätten viele mit Aber dem Urwaschel schlagen. selbst der Sky, der auch immer der Vorreiter von diesen ganzen HD-Sachen ist, also hat sein HD-Programm zwar ausgeweitet, aber soweit ich weiß, haben die also von 4K auch noch nicht sehr viel. Es ist halt immer das Problem, im Kaum nichts. Augenblick fehlt ja auch noch die Software, wenn wir nicht live produzieren, was natürlich beim Eurovision Song Contest möglich Eben, genau wäre. das wäre ja es, ne? Aber im Augenblick haben wir nicht einmal die Kameras dafür, geschweige denn irgendwelche Aufzeichnungsmedien, geschweige denn irgendwelche Übertragungsmedien. Da kommen ja Datenraten zusammen, das ist jenseits von Gut und Böse. Naja, gut, ich Das muss meine man mal. erst einmal auf einen Speicher draufbringen, beziehungsweise über irgendeine Leitung drüber bringen. Ja, das mag ja schon sein, aber irgendwann wird das jetzt einmal sein müssen, weil ich meine, in Amerika wird eh schon alles in 4K aufgezeichnet. Nicht? Also House of Cards und diese ganzen Fernsehserien und so, sind ja alle schon in Aber sicher 4K. nicht, was sicher nicht übertragen, weil wie gesagt, es gibt auch im Prinzip keine Abspielgeräte, keine wirklichen für diese 4K. Das Ja, sind alle übertragen wird es im nicht. Prolog, im bitte? Es wird in dem Sinne übertragen, dass in dem Sinne übers Internet übertragen wird dann, ne? Also Ja, Netflix, ne, aber streamt. das Internet, so wie es wir hier betreiben, das tun halt leider die Leute im Augenblick noch nicht wirklich im Großen und Ganzen zu Hause. Heutzutage hat man halt leider immer noch einen Fernseher zu Hause stehen, der hat zwar mittlerweile diverse Apps, wo man sich auch YouTube-Videos etc. ansieht, hoffentlich also auch die Diskussion vom DebClub, aber im Richtig. Endeffekt, da sind wir alle noch von einem echten Fernsehen, so wie es die Leute im Augenblick noch gewohnt sind, entfernt. Ja, gut, wobei man sagen muss, also in Amerika gibt es also diese ganzen Zusatzboxen, Roku-Box und was weiß ich, was da dann alles gibt, diesen Chromecast-Stick, den man ja bei uns auch ist, da erst, aber natürlich nicht in Alles Österreich. gut, alles in NTSC, alles 60 Hz, also Nein, 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 bis nein, nein, dauert es noch ein nein, 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 bisschen. nein, 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 nein. Der Chromecast-Stick, den gibt es jetzt da schon ganz offiziell in Deutschland zu erwerben, über Amazon, ja. Und ist kein Problem und geht eben offiziell aufs Deutsche, auf die deutsche Variante. Also da handelt es sich um einen Stick, der nicht auf USB angeschlossen wird, sondern auf HDMI. Ne? Also du hast quasi so eine große USB-Stick-Größe, Desktop-Box, ja, und an das hängst dann dein Netzwerkkabel an, ne? Und kannst dann eben die Programme anschauen. Und da gibt es ja eigentlich sehr, gibt schon einige ganz gute. Weil zum Beispiel Norwegen und Schweden und so, die haben ja auch schon Netflix, ne? Die haben ja auch den Netflix, also diesen Bezahlsender quasi, der übers Internet sendet. Du kriegst House of Cards in 4K geliefert, in Englisch natürlich momentan noch. Aber das wird sich über kurz oder lang keiner ändern, weil Netflix braucht nicht so lang wie unsere Fernsehanstalten. Die haben ja das schon, während es gedreht haben, ich muss auch sehen, was in wie viele Sprachen noch synchronisiert. Ne? Also das ist nicht so das Problem. In England hast du das auch schon. Also das ist also jetzt nicht mehr in NTSC, das gibt es also jetzt auch schon in PAL. Und naja, man könnte dem sogar nach Österreich auch schon liefern lassen, was ich weiß bei Amazon. Also sie weigern sich nicht, sie sagen nur, was wissen wir, ob es bei dir funktioniert. Ne? Aber da werden wir mal sehen. Gut, also das sind Das halt. ist halt wie immer in Österreich, wird es halt sicherlich noch einige Zeit dauern, bis auch die ganzen behördlichen Genehmigungen und was weiß ich was alles erledigt sind. Also bis das wirklich bei uns wird, spruchreif sein. Behördliche Genehmigung, Genehmigung, Schauen wir mal. Genehmigung im Großen und Ganzen ist ein Stichwort, das eigentlich jetzt mit Neues nichts tut, aber ich will das mal kurz einflechten lassen. Wir waren doch da Anno Domini auf dieser Comic-Messe. Ne? Da haben wir irgendwelche Probleme gehabt, dass wir was aufnehmen mit der Videokamera. War das in einem öffentlichen Gebäude? Nein. Ja. Nein, das ist ein privates Gebäude, das vermietet wird an Messeveranstalter. Deswegen haben wir ja ein bisschen einen Eintritt zahlen.
Auch Jetzt interessant. ein kleines, jetzt eine kleine, und es war eine sehr relativ große Messe. Wenn man jetzt auf unseren Kanal schaut, was du wahrscheinlich noch nicht dazugekommen bist, der Doc und ich wollten ja auf die Linux-Tage gehen. Es ist dann so gekommen, dass ich froh war, dass meine Frau mit war, weil der Doc hat dann verschlafen, sprich, er hat dann gesagt, ja, der Fuß tut ihm so weh und er kann nicht und ja. Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass er am Vortag das alles richtig klar macht. Und dann komme ich in ein öffentliches Gebäude und denke mir, du, das ist eine liebe Ausstellung, nicht? Mit was weiß ich, 10, ich habe gesagt, also irgendwas von 10 Tisch oder solche Sachen, ja. Naja, es waren eigentlich genau 5 Tisch. Es war gratis, es war kein Eintritt, es war ein öffentliches Gebäude, die Hochstädtplatz, die Technische Fachhochschule, nicht? Also, mit von unserer Steuergeldzahl kann eigentlich jeder reingehen, würde ich mal sagen. Ne? Jo, von diesen 5 Tisch waren zweimal Wikipedia und na, diese Open Map Sache in Linux. Ja, es hat sich keiner um uns gekümmert. Ich bin auf den ersten Tisch gegangen, da war eine nette junge Dame, da ein paar andere Sachen mit so kleinen Roboter, mit diesem Doodler, wo man 3D-Sachen quasi wie mit einem 3D-Drucker und hinten am Ende war ein 3D-Drucker. Da bin ich dann durchgegangen und habe also mit der Dame, kannst du dir anschauen, ein kleines Interview geführt und hinten mit dem jungen Mann mit dem 3D-Drucker auch. Da ist zufällig noch ein anderer junger Mann gekommen, der hat mehr gewusst wie ich. Habe ich gesagt, okay, dann soll er gleich weiterreden, nicht? Ich habe es ja. Wenn mir wer weiß, wie ich, kann er ein kleines Interview führen. Und dann hat uns ein junger Mann ganz aufgeregt gesagt, ja, ich bin hier der Veranstalter, Sie hätten uns schon fragen müssen. Also wirklich, ne? Das also, ja, da muss ich sagen, abgesehen davon, dass diese Veranstaltung fast keiner kennt hat, wenn er nicht gerade in der Linux-Community war, abgesehen davon, dass diese Veranstaltung, naja, sagen wir mal, bis auf diese zwei Aussteller, Besucht was? relativ schwach besucht war, bin ich an ihm ja dreimal vorbeigegangen mit einer Kamera in der Hand, die auf ein Stativ montiert war, und in der anderen Hand mit einem Mikrofon. Ja? Ja, naja, ich muss ehrlich sagen, ich habe ihm dann zwar gesagt, er kann das jetzt alles verwenden und ich werde ihm das auch schicken, das ist kein Problem. Nur ich finde es schon lustig, dass Leute erstens einmal ihre Veranstaltungen nicht ordentlich bewerben. Außer der Linux-Community hat wahrscheinlich überhaupt keiner gewusst, dass das überhaupt stattfindet. Ja? Die Veranstaltung relativ. Ich sage, nicht die zwei Stände. Ich habe bei den zwei Ständen natürlich zuerst angefragt, darf ich sie filmen, darf ich sie interviewen. Ich kann ja nicht irgendwann, ne, so wie wir es durchgemacht haben. Vollkommen richtig. Haben gesagt, ja, das ist kein Problem, ne, im Gegenteil. Ne. Und dann war man für eine Werbung und dann kommen die Leute an und wollte dann quasi, oh, ich bin ja daher der Veranstalter. Ne. Und man denkt, na. Und wir betonen heute wieder unsere weibliche Seite, aber bitte ist mir recht, nicht? Man sieht ja mehr ein bisschen so ein schwarzes Leibwal, man sieht ja im Hintergrund so ein bisschen das Bild schweben, so, oh Gott, oh Gott, nicht? Ich muss da jetzt hin. Jo, ich muss ehrlich sagen, da sollten die Leute ein bisschen mehr machen und sie nicht, ja, der Oliver ist auch meiner Meinung und also wir haben da auch ein bisschen haben wir uns rechtlich informiert. Froh sein, dass wir für ihre Werbung machen. Nicht? Auch im Nachhinein. Ich meine. Vielleicht, weil kein Eintritt verlangt wurde, hat man deswegen auch keine Werbung gemacht, weil ist ja wurscht. Ne? Und dann kann man Nein, es hinterher war. Es vielleicht noch war. in einer Presseaussendung sagen, weil für Linux interessiert sich auch keiner. Nein, im Gegenteil, das waren ja alles Linux-Enthusiasten und es hat ja überall, das muss man schon dazu sagen, das war ja schön ausgeführt auf dem Flachbildschirm, Vorträge gegeben. Nicht? Ich glaube aber, das waren halt die Vorträge für den, entweder hast du nichts zahlen müssen oder hast du was zahlen müssen dafür. Ja, egal. Aber ich meine, dass man Leute behindert, indem das von meiner Veranstaltung, ich denen sagen, grüße, Dankeschön, dass sie von meiner Veranstaltung berichten. Nicht? Weil ich sicher, ich bin am Samstagnachmittag um 2 Uhr, ja, dass da ganz genau 10 Leute da sind. Vielleicht können wir uns so zusammensetzen und können bei der nächsten Veranstaltung schon im Vorfeld ein kleines Interview machen, damit wir das auf unsere Homepage stellen. Nein, wir wollen natürlich uns jetzt da ein bisschen wichtig machen. Und da muss ich ehrlich sagen, da verstehe ich die Leute nicht. Ich verstehe es nicht, aber bitte, müsste es recht sein. Ja. Er kann das gern haben und er kann das auch gern verwenden. Ich habe gesagt, er kann sich das jederzeit von YouTube abladen, wenn er möchte.
die höherwertigen Videos haben und so und solche Sachen und so. Ist okay. Gut. Ich werde mir das noch überlegen, ob ich die kriegt. Schaut nicht so aus zur Zeit. Ja, aber also wie gesagt, es gibt auch ein Video von, es ist nur ganz kurz, weil ich meine, ehrlich gesagt, ein Monitor mit einer Tabellenkalkulation oder mit einer Map hat schnell mehr daheim. Das ist nicht so weltbewegend. Ich meine, das ist was vielleicht für die Leute, aber es gibt die optisch nicht her. Die junge Dame, also wie gesagt, diese Dudlerstifte, ich weiß nicht, gehst du dieses Dudler zeigst, das ist quasi ein 3D-Drucker für die Hand. Ja? Und die machen im 12. Bezirk, haben die so ein Maker Lab oder irgend sowas. Nicht? Also, und das, die hat also ferngesteuerte auf Arduino-Basis Roboter, die haben natürlich Infrarot und solche Sachen, ja. Und da war so, das war so, es war ganz einfach herzig gemacht, sie hat das eh daheim. Da ist ein Dings, ein Gesicht drin mit schwarzen Augen und zwei Uhrwascheln, und die zwei Uhrwascheln sind eigentlich Opa-Schandschuhblau und solche Sachen. Also, und sie sagen, ja, sie wollen niederschwellig die Leute an alles heranführen. Beginnend mit, klicken Sie da eine Batterie und dann haben sie diese LEDs und die fangen an zu vibrieren und zum Leuchten und solche Sachen, ja. Das tun wir auf der anderen Seite, wir können auch über Stricken und was auch immer so reden, das ist gar kein Problem, ne? Oder eben über diverse Projekte, ne? Also, sollte man sich anschauen. Kleine Zwischendurchwerbung. Ist nicht sehr lang, ist glaube ich 12 oder 14 Minuten lang das Video wohl. Na klar. Und natürlich habe ich mich auf das konzentriert, was auch optisch was hergegeben hat. Und das war halt jetzt nicht nur die junge Dame, sondern auch diese Modelle, die dort waren. Und auch mit den Preisen dazu. Diesen Doodler gibt es so nicht, aber der kostet 39 Euro und sie haben da Vertriebspartner und solche so. Ja, bis jetzt habe ich die nur gesehen um 89 Euro bei den Amis oder was. Ne? Also, sollte man sich anschauen. Jedenfalls, wie gesagt, man, was mich dann immer ein bisschen gestört hat, dass ich in einem öffentlichen Gebäude bei irgendeinem Amen soll. Das war eh nur ein Schlauch, der ist eh die ganze Zeit hinter der Bude gestanden. Er hätte ja gleich sagen können beim Vorbeifahren, Entschuldigung, was So machen Sie ähnlich, da, ne? ja. Ja, aber egal. Vielleicht Soweit. vorne langsam nachgedacht und ist dann Ja, jetzt vielleicht später haben wir drauf da, ich habe gekommen. gewechselt, entschuldige mich, wenn einem das so wichtig ist, aber ich hab das auch ins Video reingeschrieben, dass wir für die nachträgliche Drehgenehmigung danken. Ne? Ja. Jedenfalls bei der kommerziellen Firma, wo wir waren, Comics-Messe, haben wir eigentlich nicht so irgendwelche Probleme gehabt. Im Überhaupt Gegenteil, kein da haben Problem. wir ja sogar mit den Herren Mitarbeitern vom Veranstaltungsbüro geredet, haben um Infostand, ne? Also da waren überhaupt keine Probleme. Ja, vielleicht ist es das halt, dass sich die Leute da glauben, sie müssen das genauso machen wie diese Großveranstaltungen und Messen. Ne? Aber wir waren ja auch schon auf der Messe und dort haben wir keine Haben wir Probleme Probleme gehabt. gehabt, Ne? also. Ich habe aber allerdings, muss ich ehrlich sagen, du wirst vielleicht gesehen haben oder auch nicht gesehen haben. Ich weiß, du schaust da unsere Videopodcasts aus Zeitgründen fast nicht ab, dass ich ja auf der Hohen Warte ein Footballspiel gefilmt habe. Ne? Und dieses habe ich aus der Hand gefilmt, weil ich mir gedacht habe, das Stativ nehmen Sie da beim Eingang an, weil du das beim Eingang kontrolliert. Und habe das jetzt da verifiziert, also ich habe da jetzt da über Facebook meine Dinge, und das gibt ja gar nicht und überhaupt nicht, ich habe keinen Kontakt mit unserer Security aufnehmen. Und was ist da rausgekommen? Stative sind auf der Unwarte verboten. Ne? Also, ja. Also so weit, so gut. Das nur jetzt das so einmal am Rande. Jetzt haben wir schon wieder ein bisschen abgeschweift, aber es gibt was anderes auch. Und es geht nämlich darum, dass man unser Netz testet, unser Internet. Ne? Und Chip macht jetzt diesen Netztest 2014 auf Deutsch. Und da kommt jetzt in nächster Zeit auch heraus, jetzt da ab sofort, weil bis jetzt haben sie nur in Deutschland gemacht, auch mit Österreich und der Schweiz. Also wenn sie mir für seine Netzabdeckung, glaube ich, im Vergleich Handy und auch Internet, das wird jetzt da in den nächsten 3 Wochen getestet, es wird es am Chip geben, in den Chip-Magazin oder auf Chip Online nachzulesen. Das wollte ich nur mal erwähnt haben.
Inwieweit es aussagekräftig ist, weiß man nicht. Inwieweit es nicht aussagekräftig ist, weiß man auch nicht. Ich denke mir nur halt so, ja, das ist eine deutsche Zeitung, war das eine österreichische Zeitung, wo da steht bestimmt schon wieder irgendeiner von drei dahinter. So, gebiete ich sage auf jeden Fall, schau, da 5000 Euro, ja, dass unser Netz überall deckt. Ne? Also, das wird es bei Ja, denen wer das wahrscheinlich nicht so. vermeiden möchte, es gibt ja von der RTR, das haben wir ja eh schon drüber berichtet, den Netztest. Also der ist ja, so unabhängig wie halt die Benutzer, die sich halt da einloggen und ihre Daten zur Verfügung stellen. Aber da kann jeder von jedem Betreiber diese Seite ansurfen, seine Empfangsqualität an dem Ort, wo er gerade ist, ermitteln und wenn er möchte, an den Server rückübermitteln und es gibt eine Karte, wo es so eingetragen ist nach den Providern, also eben A1, 3 der übliche T-Mobile, wie die Empfangsqualität an gewissen Orten innerhalb von Österreich beziehungsweise Gut, natürlich ja, auch innerhalb von Wien ausschaut. die machen das jetzt anders. Anfang Juli startet das Messfahrzeug und durchfährt die Alpenregionen. Ja, die machen das mit einem eigenen Fahrzeug. Wenn das natürlich koordiniert ist, wenn der Zeitgleich also beginnt ein genügend Job weiteres hat. Fahrzeug seine Deutschlandtour. Erste Messergebnisse für Österreich und die Schweiz stehen bereits 3 Wochen später fest. Also 3 Wochen noch, also Ende Juli auf Deutsch. Für Deutschland benötigen wir 7 Wochen, sagt Chip. Ich finde es gut, dass unabhängige Stellen das auch machen. Ich finde auch gut, dass das machbar ist, was du sagst, ja. Was wir schon erwähnt haben. Aber trotzdem, wenn man, weißt du, mehrere Quellen Schadet in keinem Fall. ist immer nicht schlecht, ne? Ja. Gut, Google muss Links zu sensiblen Daten im Netz entfernen. Naja. Das ist ja sehr schön von Ihnen. Was da der Europäische Gerichtshof hat ein Urteil gefällt. Das Recht auf Vergessenwerden im Netz. Auf Google könnte eine Flut an Löschanfragen von zahlreichen EU-Bürgern kommen. Also, Google wird sich nicht freuen darüber, dass jetzt noch unter Löschanfragen kommen. Und nämlich, die können ab sofort dazu verpflichtet werden, Verweise auf Webseiten mit sensiblen persönlichen Daten aus einer Ergebnisliste zu streichen. Das ist jetzt ja an und für sich ja nicht. Ja, dasselbe kennen wir ja schon von Google Earth, wo man also, wenn man nicht möchte, dass ein Gebäude drinnen ist oder Teile von dem, dass das auch gelöscht wird, also zumindest so geblurrt wird, also quasi unkenntlich gemacht wird. Da Ja. gibt es auch einige Beispiele, wo also bei Street View zum Beispiel ganz viele Gebäudeansichten im Rauschen quasi untergehen, weil der Besitzer halt Einspruch erhoben hat und gesagt hat, ich möchte nicht, dass mein Gebäude da sichtbar ist. Also sehe ich das durchaus legitim, wenn man das auch für Websites macht. Google fürchtet jetzt natürlich eine Flut an Löschanfragen. Und es geht ja nicht darum, dass jetzt diese sensiblen Daten da drin ist, sondern sie können das halt mit einem Algorithmus löschen, sondern müssen das händisch löschen. Und das wollen sie natürlich nicht, und das ist Aufwand und Arbeit und dazu geht auch jetzt Zeit und Leid drauf. Ja, die Reaktion aus Österreich dazu, wie üblich, das kann man auf futurezone.at nachlesen. Das Urteil ist von großer Bedeutung für den Datenschutz der Bürgerinnen und Bürger Europas. Der EuGH hat die Grundrechte in den Mittelpunkt seiner Betrachtung gestellt, nicht das Profitinteresse großer Unternehmen. Dadurch gibt das Urteil den europäischen Bürgern die Hoheit über ihre Daten zurück und stärkt die Anwendbarkeit von EU-Recht als Ganzes, sagt der EU-Abgeordnete Josef Weidenholzer, Mitglied im zuständigen Innenausschuss und Datenschutzexperte der sozialdemokratischen Fraktion im EU-Parlament. Jo, ich meine, ich finde das gar nicht so schlecht, weil wir haben ja das schon gesagt, wenn man auf Facebook irgendwelche Sachen stehen, es gibt ja auf Facebook irgendwelche Leichen, wo man sagt, das sind eigentlich keine Karteileichen, das sind wirkliche Leichen, weil die Leute sind in der Zwischenzeit gestorben, ne? Aber andere hat jetzt da kein Zugangscode vielleicht, ja? Und sagt man, was weiß ich, der ist eh schon gestorben, ne? Aber in der Zwischenzeit, man, bei über 1 Milliarde User werden bestimmt irgendwie wird schon herausfinden, dass man da diese Identität ein bisschen klauen kann und sie als die ausgeben kann. Vielleicht da ein Kredit und dort ein Kredit und dann fällt es denen eben am Schädel. Das muss man auch dazu sagen. Auch das sind ja Möglichkeiten der Identitätsdiebstahls.
was man nicht übersehen darf. Ne? Gut, soweit so gut. Das war es eigentlich schon wieder, was ich heute alles für uns gehabt habe. Du hast aber, glaube ich, noch irgendwas im Petto. Ja, wir waren ja gerade beim Verstorbenen, also es ist ja auch in Future Zone wird berichtet, dass also der Alien-Erfinder, der H.R. Giger oder Geiger, verstorben ist. Ja, das war Alien, ich Schweizer, weiß von nicht, Geiger. also War sich viele Schweizer. Leute noch erinnern können, das war sein Film in den 80er Jahren im Kino oder eine Filmserie, ich glaube, wie viele Teile gibt es? Also fünf, glaube ich, oder Fünfer, manchmal glaube sechs. ich, ja. Ja, Und ob Nummer drei oder was dieser ist immer schlecht, aber. H.R. Geiger hat quasi also die Figur, also dieses Alien, die Form, die visuellen Effekte erfunden und hat dafür natürlich auch den Oscar erhalten, also den Academy Award von Amerika. Und er ist laut dem Schweizer Fernsehen nach einem Sturz leider verstorben, also er ist am Montag im Krankenhaus in den Folgen seiner Verletzung gestorben. Er war 74 Jahre alt und hat seit den 60er Jahren in Zürich gelebt und hat also 1980 eben für die besten visuellen Effekte den Oscar erhalten. Das ist vielleicht nicht uninteressant zu erwähnen, weil ich denke, die meisten Leute werden genauso wie ich den Namen eigentlich gar nicht gekannt haben, diesen H.R. Geiger, der uns da doch einige Schlaflose schreckliche Szenen im Nächte. Kino Ja, das. geboten hat. Also ich erinnere mich da an die Bauchschmerzen eines der Hauptdarsteller, Ja, wo wo dann dann eben das dieses Alien Alien-Gen am Anfang rauskommt. Ja. herauskam. Ne? Wobei Also man dann draufgekommen ist, dass der Hauptdarsteller zwar Bauchschmerzen gehabt hat, aber eigentlich ein Android war und lauter so Sachen. Ne? Also, ja, ja. das ist halt dann die Sache vom Science Fiction halt. Aber es war ganz nett gemacht und für die damalige Zeit sicherlich bahnbrechend und dementsprechend, also denke ich, hat ihm der Oscar auf alle Fälle ganz recht Naja, das, wobei man ja sagen muss, vielleicht hat es da mit dem Rüdiger, der heißt nicht, der ist nicht Englisch auszusprechen, ist ja Schweizer. so. Und Also er ist der Top Giger und nicht Giger, Geiger. ja, der Giger, ja, der Giger, ja. Das R steht, glaube ich, für Rüdi, für was das G, Du weiß hast Rüdiger, das ist leider das Problem, das habe ich hier nicht so gelistet. ich nicht. Ja, Müsste ich nachgoogeln. kein Problem. Jedenfalls aber. Der hat ja schon, der hat dieses Alien schon zeichnen gehabt, bevor es diesen Film gegeben hat. Der war ja Grafiker und hat sehr wohl Bilder gemalt, riesige Bilder, aber auch Grafiken gemacht, die dann fotografiert und die quasi in Fotobüchern verkauft. Das weiß ich von unserem Herrn Grafiker. Also dieses Alien hat schon gegeben. Die sind auf dieses, das wurde dann leicht modifiziert, ja, der Eklor, ne, von Irma Damit es selber. für den Film passt, ne? Ja, genau. Noch ein bisschen vergrausamt, aber der hat immer solche Schwarz-Weiß-Graustufenbildungen gemalt. Und es war schon immer so, ja, eher ein Horror-Szenario. Also ich habe immer gesagt, es schaut grauselig aus, das Viech war so. Ja, da hat sie dann diese ganzen, was die Alien versus Predators und so gesagt. Ich glaube sogar die Predators waren in der Grundkonzeption auch von ihm. Also Würde wo mich nicht wundern, ja. man da, die waren ziemlich verwandt oder halt von ihm zumindest inspiriert. Gut, so. Sonst haben wir noch was? Nein, haben wir eigentlich nichts mehr? Oder weiß ich was? Weißt du noch was? Hast du noch Der was? Mobilfunktraffic, der Oh! ziemlich gestiegen ist und zwar schneller gestiegen ist, als ob sich's alle erwartet haben von den Treibern. Der ist nämlich angeblich hier laut windfuture.de um 71% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Naja. Also im vergangenen Jahr wurden bereits 267 Millionen Gigabyte in den Netzen der Mobilfunkbetreiber übertragen. Und das ist also quasi gegenüber dem Vorjahr, wo nur 156 Millionen Gigabyte übertragen wurden, eben eine Steigerung von 71%. Das hat die IT-Branchenverband Bitkom hat das also festgestellt und
hat das nach den Zahlen der Bundesnetzagentur mitgeteilt. Man muss natürlich dazu sagen, das gilt für Deutschland. Ich denke, in Österreich wird es aber nicht sehr viel unähnlich sein, dass wir hier also auch sicherlich eine erhöhte Übertragungsrate haben. Grund dafür sind natürlich die diversen Smartphones und die All-Inclusive-Tarife, Ja, wo also voll. jeder runterladen kann, was er will und jeder möchte gerne, ich ja auch, YouTube auf dem Handy schauen. Also kann ich mir schon vorstellen, dass das steigt. Ja, klar. Tragik ist halt dabei, weil ich habe vom Wochenende also mit ein paar Verwandten beieinander war und mir einer sein Leid geklagt hat, der also bei One sein Handy hatte und mittlerweile natürlich auch durch den Aufkauf bei 3 gelandet ist, wonach er angeblich die Gespräche dauernd zusammenbrechen, also die Übertragungsqualität massiv offenbar abgenommen hat. Zumindest in dem kleinen Bereich, der da nahe vom Mistelbach, wo er wohnen tut, was vorher wesentlich besser war, wie One noch One war. Erklärt sich angeblich damit, dass die Mobilfunkbetreiber nur eine gewisse Menge an Handymasten haben dürfen und Ja, das ist ja, Cisco aber nicht ein das ist ja die Betreiber den Krux, anderen nicht? kauft und Das ist ja die Krux an der ganzen Sache. Weil jeder möchte ein Handy haben, jeder möchte einen guten Empfang haben, jeder möchte eine optimale Übertragungsgeschwindigkeit haben, ja. Aber jeder sagt, ich möchte bitte bei mir kein Mobilfunkmast haben. Ich meine, unser Kollege Christoph Seitz, der lange Zeit schon Verschollene, hat ja auch gesagt, dass der freut sich, wenn er am Sonsberg überhaupt telefonieren kann, von einem YouTube oder was am Handy, also, da ist der noch weit entfernt oder von einem Internet, also Handy oder es so gibt auch weit rund und um breit Wien noch immer nichts. Bereiche, wo also 3G Ja, in keinster Weise noch funktioniert, wo man so das ist froh sein kann, irgendwie, wenn man das ist der dieses 14. Bezirk. Edge da irgendwie zum Laufen bekommt. Ne? Ja, du, das ist in Wien, das ist der 14. Bezirk, das ist quasi wie so wie vom Weststadion da auf, der Salzberg, der da halt sein Garten hat, dass er mit seiner Garteneisenbahn herumgarteln kann und dass die Kleine herumspielen kann. Aber das ist gar nicht weit weg. Ich meine, du kannst mit 52er hinfahren oder mit 41er. Also, das ist innerhalb Wiens Stadtgrenzen, ja, auf einem Berg, in der Richtung Und dann auf zu sitzt das Stahov und Problem schon. trotzdem ist dort nichts. Ne? Weil halt alle schreien: Ja, das ist super, Weltklasse, jeder hat eine Hände. Und jeder sagt, ja bitte, aber in unserer Kleingartenanlage wollen wir aber keinen Bast haben, nicht? Ja, was jetzt da? Will ich ein Handy haben, will ich einen Bast haben? 15.000 Leute sind in der Kleingartenanlage, von denen haben 48.000 ein Handy. Alle schreien, wir haben keinen Empfang und wahrscheinlich rund um den Mast sind 2.000 Leute, und sagen, wir haben keinen Mast da. Ja, nicht ein Mast bei uns, nicht? Die empfangen halt auch nichts. Es ist eh egal, wie ich jetzt nach Hause gefahren bin von der Firma, habe ich im Radio gehört, dass es jetzt eine neue Studie gibt, wonach es sehr wahrscheinlich ist, dass je öfter oder je verstärkter man mit dem Handy telefoniert, also sprich das Handy an den Kopf hält, die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher ist, einen Gehirntumor zu bekommen. Also vielleicht löst sich das Problem der zu vielen Handys eh bald, wenn alle an einem Gehirntumor leiden, ne, dann ist ja das alles. Nein, okay, das war es jetzt sehr, ja, lassen wir Das es. setzt aber natürlich auch voraus, dass auch jeder, der ein Handy hat oder so ein Smartphone, auch ein Gehirn hat. Und da muss ich ehrlich sagen, bei manchen bin ich mir da nicht so sicher. Gut, aber da könnte es natürlich auch zu einer Fehldiagnose gekommen sein. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Ich habe damals, auch noch damals, 2006 oder was, meinen SAP-Kurs gemacht und habe dann einen Freund von mir, seines Zeichens auch, Fotograf, getroffen, nicht? Und der ist also angerauscht zu den SAP-Kurs, den wir in Kloster-Leipzig gehabt haben, im Audi Cabriolet. Irgendwie für einen Arbeitslosen ein nicht so standesgemäßes Gefährt. Nicht? Ich habe dann gefragt, sage ich erst, lieber Freund, wenn man nicht besser, aber so kommst du mit Audi Cabriolet vorgefahren, so einem AMS-Kurs. Und dann, ja, weißt, das war ein bisschen anders, weil ich habe eigentlich immer ganz gut verdient als selbstständiger Versicherungsvertreter. Und habe dann irgendwann einmal Kopf gekriegt. Das hat man dann untersucht und hat dann gesagt, rechnen Sie nur noch in Monaten. Ne? Weil Sie haben einen Gehirntumor. Also sagen wir mal, in einem halben Jahr lassen Sie das gut gehen. Ne?
Und habe gesagt, habe ich mir es gut gelassen, habe den Job geschmissen, habe meine Kunden weiterverkauft. Dann ich dachte, ja, dann habe ich immer viel verdient, habe immer gutes Geld auf die Seite gekriegt in einem Fonds. Ne? Und nach 8 Monaten bin ich wieder hingegangen. Und gesagt, jetzt ist es in einem halben Jahr. Ne? Ich meine, gibt es irgendwelche Möglichkeiten? Moment, ich habe ja die Befunde vertauscht. Auf der einen Seite sagt er, bin ich froh, dass ich noch lebe. Auf der anderen Seite, naja, so viel Geld früher wie jetzt, sagt er, nur gut, dass ich nur ein paar Funds nicht aufgelöst habe. Ja. Und offiziell bin ich halt arbeitslos. Ne? Aber, naja, also, soweit zu den Untersuchungen von wegen Handytumoren, Gehirntumoren. Ja. Da Ja, muss ich schon passt man sagen, da kann man nämlich eigentlich nur sagen, reden wir nicht mehr drüber. Ne? Das ist Mhm. die Wüste. Und wenn wir nicht mehr drüber reden, ja, dann sagen wir halt zum Abschied ein leises Servus. Servus. Jetzt darf der Computer wieder weiter runterladen. Tschüss!